Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann. Wir wollen heute unsere Ballen einsammeln. Dann machen wir es uns ein bisschen einfach. Wir fahren hier mit Autoload drüber. Ja, natürlich ist das nicht ganz so realitätsnah, aber bis wir hier die ganzen aufgeladen haben. Wir sind dann im Stream. Für eine Folge ist das viel zu lang. Im Stream kann man da auch mal Ballen so laden. Das werden wir auch noch machen, keine Angst. Da gibt es dann was zum Lachen für euch. So. Aber heute machen wir hier auf die schnelle Variante. Boah, das. Wenn wir die alle verarbeiten zu Heupellets. Huiuiuiui. Das wird eine Masse geben hier. So, jetzt haben wir gerade mal 18 Bellekers drauf. Ja, der drückt ein bisschen. Also da ist der Betrag jetzt leicht weggerutscht. Aber nur ganz leicht. Da fahren wir die mal schnell zum Hof, laden die ab und holen den nächsten Ballen. Ja, den Frontlader haben wir nicht so sauber gemacht, man merkt's. In dem Betrag haben wir schön geputzt, aber ja. Im Frontlader müssen wir die Tage, beziehungsweise wir könnten eigentlich doch auch hier. Komm im Betrag, zieh mal hier hoch. Da war doch eben noch ein Weg. Oder bin ich falsch? Oder zumindest. Kommen wir, wenn wir nicht gerade am Baum parken, hier oben irgendwo durch? Obwohl ich mir nicht außenrum fahren. Hier vorbei? Oder sagen, das ist natürlich fantastisch, wenn man hier meint, man nimmt eine Abkürzung, ist wesentlich schneller. Ah, komm, wir fahren die Straße lang. Besser ist das. So, bremst bitte ab, bevor wir an den Baum kommen. Fahren wir schnell auf den Hof, laden die ab und dann machen wir Attacke weiter. So. Ja, mit der Hängergröße tut sich den Betrag nicht ganz so quälen, da passt das. Ja, da sieht man es wieder ordentlich auf der Straße fahren, ist immer der bessere Weg. Und vor allem müssen wir erst noch mal ein bisschen Geld verdienen, bevor wir die Primus hier uns mieten. Und in der Miete wird die auch schon einiges kosten werden. Da werden ein paar Taler schon draufgehen, denke ich. Und das ist nicht zu wenig. Aber gut, so ist es nun mal halt. Kann man machen nichts, muss man Gucke zu. So, dann hauen wir mal die Bremse rein. Hier mit 25, 30 rum, dann drückt es uns wieder alles weg. Das muss nicht so sein. Ich hoffe mal, dass unsere Hühner mal ein bisschen Gas geben mit Eier produzieren. Dass wir demnächst hier im Stream mal große Verkaufstouren fahren können hier. Das wäre eigentlich sehr schön, wenn wir es hinkriegen. So. Oh, schmeißen wir die hin. Die Primo sah schon die Ballen. So, wenn wir hier drüben lagern. Unser Brotteig ist auch wieder gespawnt. Jo, dann einmal die Bremse reinhauen. So, bevor der wieder irgendwo hinflutscht, einmal den gleich mal nehmen. Also ein Teigling ist ein bisschen widerspenstig gewesen, ja, das ist. Ja, fragt sich, zur Butter wollen wir eigentlich nicht mit dem.
Wir wollen hier in den Backraum mit ihm. Hier stehen auch die ganzen Produktionen. So, machen wir mal gucken, was er hier so anzeigt. Na, er ist noch am Backen. Also das Brot dauert schon ein bisschen. Ja, letztes Mal ging es nur deswegen schneller. Wir haben spät angefangen, haben dann die Nacht durchgespult. Und dann war der entsprechend fertig. So. Mal gucken, wo hier der Trigger ist, was er uns hier anzeigt. Ja, guck mal, dass man das noch ein bisschen anwischt. Haken. Wenn wir das Heu hier parken und dann ja, einmal abladen, bitte. Und dann, wenn wir die Premos uns ausleihen. Ja, können wir Heu-Pellets machen, oder da müssen wir ein paar Streams machen. Pelletproduktion, Kartoffelabsacken, Saatgut produzieren, Dünger herstellen, Uro. Das wird ein extrem langer Stream. Da müssen wir öfter streamen hier. So, dann geht's einmal um die nächsten Pelletkessonen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ballen das waren, ob wir die alle jetzt hier drauf kriegen. Achtung, bei meinem Glück müssen wir wegen einem Ballen nochmal hinfahren. Ja, das werden wir dann sehen. Wie hold uns das Glück beschert ist. So, zack. Fangen wir gleich schon mal da drüben an einzusammeln. Ja, also es ist nicht nur der Unimog, der weggedrückt wird, auch der MB-Truck drückt sich hier weg. Das denke ich hat mit dem Hänger zu tun, das ist halt so. Gibt Schlimmeres. Oh, mit 42, 43 km/h Ballen sammeln, okay. Also auf so Karten wie der NFMarsch, Multimap oder so, dann hast du, glaube ich, gar keine andere Chance. Außer mit Autonaut zu arbeiten, dann bei den Massen, die du hast. Kriegst du das nicht hin. So, hier gibt es 15 Ballen. Waren es doch 15, ich hatte 14 im Kopf da. 1, 2. Das könnte reichen. So. Platz für 3 hätten wir noch. Lass bitte keine 4 Ballen sein. Nee. Also 36 Ballen können wir zu Pellets verarbeiten. Wird auch eine größere Aktion, denke ich. So. Die fahren wir dann mal gleich mal auch zurück auf den Hof. Da brauchen wir dann auch nicht mehr nach der Strohproduktion zu gucken. Nach der Stroh, nach der Brotproduktion. Die läuft noch. Damit ist alles gut, produktionstechnisch. Dann könnte man eigentlich den Unimog nehmen, den Flug und hier mal durchpflügen lassen. Ja, drück dich rum. Müssen wir etwas gefühlvoller fahren. Wir wollen hier ja Klee sehen.
Also sollten wir heute eigentlich noch mit dem Fliegen anfangen können. So, meine Petra gibt jetzt erstmal Gas. Auf geht's zum Hof. Lalalalam. So, dann haben wir hier auch noch Diesellager. So. Dann stellen wir den Hänger auch gleich wieder weg. Müssen wir mal gucken, wo schon Unimog stehen hat. Ob wir den mit dem Unimog wegfahren? Weil dann könnte man drüben an der Unimog leicht den Flug hängen. Da kann der dann auch schon mal gleich abladen, abladen, kann der auch schon mal gleich loslegen und arbeiten. Kann ein Helferli von uns das schon mal machen. So. Ein bisschen langsamer hier. So. Und fahren wir ein bisschen hin und her. Nein, in die andere Richtung sollst du. Weiter kann er nicht. Gut. Ich hoffe, das passt. Jep. Mal schön abgeladen. Das kann hier jetzt erstmal das Heu sitzen. Bis wir an die Premos-Aktion gehen. Haben wir einen Unimog hingeschmissen. Hier packt er einen Betrag. Okay. Das passt sogar. Und unser Unimog steht hier auf dem Hof. Da kann man den gleich mitnehmen und den MB-Truck. Ja, mit dem müssen wir dann auch noch rüber. Aber gut, da kann der Helfer schon mal arbeiten. Dann lassen wir den schon mal hier stehen, bis wir den wieder brauchen. So, einmal abstellen. Und dann holen wir den Unimog. Ja, da fällt mir was ein. Die Aufnahmen, die zerhagelt wurden. Da wollte ich eigentlich Saatgut herstellen. Deswegen parkt der Hänger da noch mitten auf dem Weg. Ich kann aber nicht mehr hier einfach abkippen. Also das hier abkippen funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, welcher Mod sich da beißt. Ja, das ist nun mal so. Dann nehmen wir allerdings gleich den Ballenhänger mit. Dann kann der Unimog mit rübernehmen. Ja, Bremsweg Unimog ist natürlich etwas größer. So ist das nun mal. So, dann nimmst du den Ballenanhänger mit. Und dann wechseln wir um auf dem Flug. So. Kann da wenigstens pflügen. So. Auf Unimog. Gib Jas. Was man hier hinten, wo es Gras war, da möchte ich gerne Klee haben. So, mit 65 brauchen wir nicht um die Kurve zu schießen, weil dann haut es uns auch aus der Bahn.
Das wollen wir ja nicht. Wir fahren ja nicht ganz so schlimm. Komm, was müssen wir auch noch herstellen? Da gibt es einiges an Arbeit noch für uns. So. Ja, der Frontlader ist zu lang. Da müssen wir nochmal nebendran vorbei. So, unser Bahnwagen hängen wir hier gleich ab. Und dann soll es das dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt den 1. Mai gut rumgekriegt und das Wochenende. Ich hoffe, dass ich es auch gut rumgekriegt habe. Wie gesagt, auch diese Folge ist vorproduziert, aber gut. Geht nicht anders, muss so sein. So, einmal Parking. Und jetzt den Flug. So, wenn man jetzt noch wüsste, welches von beiden der Flug war, wäre mal gut. Das sollte Krupa sein. Und hier sollte der Pflug sein. So, nee, das ist der Krupa. Ja, da habe ich grün ausgewählt für die Krupa. Grün, das ist gut. So, einmal hier zurück. Haben wir hier das Pflüglein, unseren Hashi. Yep. Und Attacke. So. Da fahren wir noch zusammen zum Feld. Die Minute haben wir jetzt auch noch. Jetzt mal wieder eine leicht längere Folge. Die letzten waren wir nicht so lang. So, jetzt. Da keiner kommt, können wir jetzt schon ausklappen. Das Schild ist immer noch umgefahren, also insofern. Fuchshausen wird dann kommen und wird uns schon noch eine Rechnung präsentieren. Da bin ich mir sicher. So. Dann mal ablassen. So, dann stellen wir noch unser Helfer hier ein. Pflügen. Die Tina braucht Erfahrung. Zack. Alle auf, Tina. Have fun. Und euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.